Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Home Sweet Home mit der Preta und unserer Jane. Im letzten Part haben wir also rausgefunden, wie wir diese Preta beruhigen müssen. Streichhölzer haben wir schon mal, jetzt brauchen wir nur noch was zu essen und Weihrauch. Wir sind unter anderem auch hier auf einen Schrank gestoßen, wo jeweils ein Schloss vor ist. Heißt, wir brauchen also auch hier zwei Schlüssel. Da ist nämlich Weihrauch, glaube ich, drin. Das sind auch diese Weihrauchstäbchen. Bin ich der Meinung. Und hier ist irgendwie, hier sind Bücher drin. Was zu essen, weiß ich nicht. Aber hier ist schon mal nichts gewesen. Wir schauen jetzt nochmal draußen nach. Vorsicht, Preta darf uns nicht sehen. Hier muss ja irgendwas rumliegen. Und immer wenn wir dieses Geräusch hören, hat uns die Preta gesehen. Also immer Vorsicht. Weile haben. Nimmst du mir jetzt aber nicht den Schrank weg, oder? Der nimmt die Holztische immer weg. Heißt das irgendwas? Ah, hier schon mal der erste Schlüssel. Schrankschlüssel, sehr schön. Ja, ein Schrankschlüssel, was auch sonst. Schnell zurück. Ist dieser Schrankschlüssel denn für beide Türen? Das ist jetzt die Frage. Das wäre mega, mega gut. So, zack, einmal aufgeschlossen. Und zwar haben wir hier Weihrauch. Jawohl. Duftender Weihrauch brauchen wir auch. Kriegen wir das ja auch noch auf mit dem Schlüssel? Nein, da brauchen wir einen anderen. Habe ich mir schon gedacht. Also noch einen zweiten Schlüssel. Boah, ey, der tyrannisiert uns, ne? Das ist unglaublich. Ja, super. Hey, Kollege, hast du ganz toll hingekriegt. So, wie kommen wir denn hier raus? Das ist unser einziger Weg raus. Haben wir nicht irgendwie eine Brechstange oder irgendwas zum Kaputtmachen hier drinne? Den Schrank kriegen wir auch nicht auf. Ah, guck mal. Ha, wenn man es mal einmal braucht. Liegt da zufälligerweise ein Schraubenzieher. Wer hätte das denn gedacht? Ach, da sind Schrauben dran, habe ich gar nicht gesehen. Hey, aber das ist voll cool. Wenn irgendwo anders ein Weg blockiert wird, baut sich automatisch ein neuer Weg für dich auf. Vorsicht, hey, das war meiner. Der hat mir meinen Tisch geklaut. Ist der dumm? Ah, wie kommen wir denn jetzt da zurück, ohne gesehen zu werden? Wahrscheinlich sieht er uns jetzt hier auch gleich und wird uns diesen Tisch auch wegnehmen. Ja. Hab ich mir schon gedacht. So. Weihrauch haben wir platziert. Jetzt brauchen wir noch was zu essen. So, aber wo finden wir denn Nahrung? Hör mal. Ist hier irgendwas? Hier muss doch auch noch irgendwo ein zweiter Schlüssel liegen. Wir brauchen ja noch den Schlüssel für den... für die zweite Schranktür. Hier ist er doch. Zack. Ein Schrankschlüssel, sehr schön. Beenden. Und jetzt müssen wir da hinten wieder rein, weil... die Tür hatte uns ja abgesperrt. Scheiße, ich hab's gewusst. Nein, warum fängt der uns denn jetzt? Ich hab's gewusst, ey. Das war doch ein bisschen zu voreilig. Hätte ich lieber nochmal gewartet. Mist. Wir müssen nochmal ganz von vorne. Ne, ach, hör auf. Das ist doch nicht wahr. Jetzt müssen wir nochmal ganz von vorne. Jane? Jane, it's me! Das gibt's doch gar nicht. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen. Das ist ja fies, ey. Finde einen Weg, den Preta zu beruhigen. Opfergaben, die können helfen. Das ist ja mega assi. Aber gut, wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, wo was zu finden ist. So, Streichhölzer. Jetzt müssen wir irgendwie einen Weg da hinten reinfinden. Und zwar nicht in das Licht rein.
Unterm Tisch verstecken. Ist immer gut. So, hier bekommen wir, glaube ich, jetzt erst den Hinweis, dass hier die beiden Schränke, genau, die sind zu. Da haben wir noch den Schlüssel. Nein, Schlüssel haben wir nicht. Natürlich müssen wir das jetzt nochmal finden. Ach, scheiße, ich wollte mich eigentlich nicht so lange hier dran aufhalten. Du schaust bitte weg, weil du hast mich nicht gesehen. Da hinten liegt der erste Schlüssel. Gut, lass ihn da schauen. Zack. Schlüssel Nummer 1. Und holen wir uns auch gleich Schlüssel Nummer 2 oder erstmal nur... Ah, nee, wir können uns erstmal nur den holen. Weil er nämlich gleich unsere Tür noch versperrt. Ah, okay. Er ist immer eine kurze Zeit abgelenkt, wenn er irgendeinen Tisch hochhebt. Das Memo an mich. So. Zack. Weihrauch haben wir. Ah. Da ist er ja hingefallen. Guck mal, das hat so, das hat schon alles seinen Sinn, wo die Dinger herkommen und wie und warum. Hier muss also irgendwo ein Schraubenzieher vorher gewesen sein. So, ich glaube, der zweite Schlüssel ist ganz auf der anderen Seite. Da, auf der anderen Seite war der. Müssen wir da nur unversehrt hinkommen, wenn er mal irgendwo anders hinschauen würde. Gut, jetzt schaut er wieder hier zurück. Und er schaut immer ganz langsam dann in die andere Richtung. Okay. Oh, nein, zurück, zurück. Alter, mach keinen Scheiß, ne? Das will ich jetzt nicht nochmal machen müssen, weil dann ist das echt ein bisschen lächerlich. Hallo, Kuckuck. Jetzt hebt er gleich hier unseren Tisch hoch, ey. Da hinten war der Schlüssel nochmal, ne? Genau, nicht, dass ich das jetzt falsch mache. Ja, nee, ist klar. So, zack. Und jetzt müssen wir da zurück, genau. Das war ja unser Problem, dass er uns da dann gefunden hat. Da war ich ein bisschen zu voreilig. So. Aber hat er uns den Weg da hinten wieder abgesperrt? Nee, da kommen wir ja hin. Boah, dieses Vieh, ey, voll eklig. Vorsicht. Nicht, dass es wieder rot wird. Oh, Vorsicht. Ah, einmal außenrum müssen wir. Es ist so eine ganz knifflige Aufgabe, aber so Aufgaben mag ich. Die so herausfordernd sind, wo man nicht gleich das beim ersten Mal schafft, wo man vielleicht ein paar mehr Anläufe braucht. So, und wenn er jetzt gleich nach hinten schaut, dann müssen wir es eigentlich geschafft haben. Jawohl, sehr gut. War doch gar nicht so schwer. So, was haben wir jetzt hier drin? Bestimmt Nahrung. Nein, noch ein Teil eines mysteriösen Fotos. Okay. Mehr haben wir nicht, oder? Mehr dürfen wir nicht. So, jetzt ist die Frage, wo können wir noch nachgucken? Da hinten ist noch ein Raum, aber da müssen wir an seiner Hand vorbei. Oder liegt hier oben noch irgendwas zu essen? Ne, hier liegt nichts mehr zu essen, hier auch nicht. Also müssen wir hier durch. Daisy sind schon nicht, keine Sorge. Da habe ich schon drauf geachtet. So, aber wo jetzt hin? Das ist die Frage, wohin? Hier muss es doch irgendwo was zu essen geben. Irgendwas, was schon tot ist. Irgendwie etwas, was nicht zu gebrauchen ist. Da hinten ist, wie gesagt, noch eine... Ah, da liegt noch was. Ist das hier Reis zufällig? Oder was ist das? Gedämpfter Knödel. Nein, das gibt's nicht. Das habe ich schon wieder verkackt. Nein, ich dachte, der sieht uns nicht. Aber wo hättest du dich da verstecken können? Du wärst eh Open Field gewesen. Ach, so eine Scheiße. Aber gut, wir haben jetzt alle Standorte, haben wir jetzt. Also jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen, ne? Ey, dann ist das aber... Oh, das gibt's nicht, ey. Nochmal, alles von vorne. Das finde ich aber ein bisschen affig, ey, dass man das alles von vorne machen muss. Gut, ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Wir beenden diesen Part schon vorher. Ich spiele bis zu der Stelle,
ja, wo wir gestorben sind, also bei dem gedämpften Knödel. Und dann sehen wir uns da wieder. Und dann, weil ansonsten, ich muss ja nicht fünfmal dasselbe machen. Ihr wisst ja jetzt, wie das geht. Also die Leute, die überhaupt noch zuschauen bei dem Projekt. Deswegen würde ich sagen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schaltet die Glocke ein. Und wir sehen uns im nächsten Part von Home Sweet Home wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.